Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mal wieder aus dem Fünfer, lange nicht mehr drin gesessen und bevor ihr den Kommentar schreiben könnt, nehme ich es euch vorweg. Ja, der Typ hat sogar Haare. Alter, was ist denn das? Mal lockige, mal lange, heute mal kurze, meist versteckt unter einer Mütze, aber sie sind dennoch da. So, ich drehe heute ein Video, wo ich mir dachte, hey, das bin ich euch noch schuldig. Ich muss morgen wieder mit dem Fünfer fahren. Ich bin mit dem Fünfer jetzt schon auch länger nicht gefahren, seitdem ich das böse Auto mit dem Anfangsbuchstaben T habe. Ich bin mit dem Fünfer tatsächlich jetzt zuletzt nur noch gefahren, wenn ich Anhänger ziehen musste. Aber darum soll es heute nicht gehen. Morgen muss ich hier mit dem Fünfer fahren. Deswegen dachte ich, heute ist es an der Zeit. Ich schulde euch noch ein Video. Thema Zeiten messen nach dem Chiptuning. Was ich für eine traurige Erkenntnis nach dem Chiptuning gewonnen habe. Was hat es überhaupt gebracht? Was waren damals die Kommentare? Wir müssen bei dem Auto noch was kodieren hier. Und wir fahren jetzt gleich, wie erwähnt, auf die Autobahn und messen mal 0-100 und 100-200. 0-100 natürlich nicht auf der Autobahn logischerweise, sondern auf der Landstraße irgendwo, wo 100 ist und wo niemand ist. Aber da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wir gucken mal 0-100, 100-200 wird ganz schön lange dauern, fällt mir gerade auf bei so einem Kombi. Ist ja nicht unbedingt für 100-200 gemacht, aber ist ja auch egal. Machen wir trotzdem. Hat man mal eine Zahl, einfach wo man mal drüber sprechen kann. Dann werden wir noch mal gerade über einen Kommentar sprechen. Was? Er hat ein Stoppschild, der kann, obwohl kein Star war. Werden wir noch mal über einen Kommentar sprechen, der echt verhältnismäßig oft unter dem Video war, wo wir die Software gemacht haben. Und zwar der Kommentar, wie kannst du denn Software auf das Auto spielen oder Chip-Tuning oder Leistungssteigerung oder wie man es nennen will, ist ja alles viele Namen für eine Sache, so, ne? Wenn du damit regelmäßig Anhänger ziehst, das geht doch überhaupt gar nicht, das ist doch total dumm in Anführungsstrichen. Und da habe ich so ganz oft gedacht, Leute, was denkt ihr denn? Also, warum sollte das jetzt schlecht sein, wenn man mit dem Auto Anhänger zieht und hier Software drauf ist? Du bist doch, wenn du hinten 2 Tonnen dranhängen hast, so viel darf er ziehen, also aufgelastet ein bisschen mehr, aber sagen wir mal 2 Tonnen, dann fährst du doch nicht von null raus Vollgas los, das machst du doch mit dem Anhänger sowieso nicht. Also warum sollte das jetzt schädlich sein, ob man jetzt 100 Tempomat mit Anhänger fährt, mit Software oder ohne Software, ist gar kein Unterschied. Interessiert den Motor einfach gar nicht. Und da frage ich mich halt, was ist denn das für ein dummer Kommentar? Also, man gibt, natürlich ist es in dem Moment schädlich, wenn du von null raus Vollgas rausfährst mit 2 Tonnen Hänger hinter. Das ist ja voll die Belastung für die Antriebswellen, für das Getriebe, für alles. Aber, Leute, also irgendwie auf den Kommentar musste ich gerade mal eingehen, weil der ist mir richtig im Kopf geblieben. Der ist so richtig, und damals unter dem Video habe ich mich schon so, eigentlich rege ich mich gar nicht über Kommentare auf. Über coole freue ich mich, über welche, die mir helfen, mich zu verbessern, freue ich mich auch über, und über so dumme, eigentlich rege ich mich nie auf. Aber dabei habe ich mich richtig drüber aufgeregt. Da dachte ich so, oh Junge, denk doch einmal einen Schritt weiter, nur einen Meter weiter. Einfach denken. Ja, das dazu. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal Richtung Autobahn und dann schauen wir mal, was das Auto 100-200 fährt. Ich finde, das ist ganz schwierig bei so einem Wagen, das irgendwie, naja, zu schätzen. Ich habe gar keine Ahnung, welche Richtung das geht. Sind wir unter 15 Sekunden? Nee, oder? Über 15 Sekunden, oder? Ja klar, ein Golf GTI, so diese Dinger fahren so wahrscheinlich 12 oder so. Obwohl, ja, ich weiß es nicht. Also unter 15 oder nicht? Ey, geil. Hier, die zwei älteren Herren treffen sich hier mit ihren Aufsitzmähern. Stark. Ja, finde ich auf jeden Fall relativ schwierig. Aber wir können ja auf dem Weg dahin mal über ein paar Sachen sprechen. Ich habe jetzt auf das Auto schon einige tausend Kilometer gefahren, wohlgemerkt fast nur Anhängerkilometer. Am Anfang hatte ich das böse Auto mit dem Anfangsbuchstaben T ja noch nicht. Da bin ich auch noch viel hier mit so zum Sport gefahren, also Kurzstrecke halt gefahren. Was heißt Kurzstrecke? So 15, 20 Kilometer Strecken gefahren, aber auch mal ohne Anhängerautobahn, also auch mal ausgefahren wirklich. Und da habe ich jetzt schon so meine Erkenntnisse gefunden, gerade was so Thema Verbrauch angeht, ist krass. Autobahn ist eine schöne Bahn. Alter. Startstopp ist das Schlimmste, was es auf der ganzen Welt gibt. Also Startstopp ist wirklich, es ist eine Frechheit, dass das eingebaut ist in so ein Auto. Ich werde jetzt genau hier anhalten, bevor ich auf die Autobahn fahre und werde es jetzt auskündigen, weil letztes nämlich zu faul. Ich werde es jetzt mal, hier, hält's an, immer dieses Ausgehen. Also es ist, Startstopp ist eine der schlimmsten Sachen, die
die erfunden wurde, glaube ich. Ich packe das mal ins Video hier mit rein, weil die Aktion läuft ja noch bei Kali. Hatte ich euch ja vor ein paar Videos mal gezeigt, dass ihr da einen richtig schönen Rabatt kriegt. Und da könnt ihr eben solche Sachen auch sehr gut mitmachen. Deswegen machen wir das einfach mal gerade zusammen. Weil ich das ja auch doch, es ist ja doch irgendwie geil, dass man einfach selber mit einem Handy diese Scheißfunktion Start-Stopp auskodieren kann. So, Kali Car-Connector ab in den OBD2-Anschluss. Ich mache euch diesmal, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, das hier abzufilmen, weil das sieht man sowieso nicht. Ich mache euch einfach nur mal eine Bildschirmaufnahme, wie das aussieht. Und zwar verbinden wir jetzt mal den Adapter, klicken auf Verbinden. In Kürze erhältst du mehr Einblicke in dein Auto. App bitte nicht schließen. Dann verbindet er das Auto. Da müssen wir bei diesem Auto dreimal drücken, dass Zündung hier angeht. Dann liest er alle Service-Daten auf. Hier steht Diagnosemodus aktiv und so weiter. Müsst ihr euch mal bei eurem Auto informieren, wie man da Zündung anmacht. Weil bei Automatik, früher war das einmal nur einmal drücken auf den Startknopf, aber mittlerweile hier dreimal drücken, dreimal lang, dreimal kurz und dann achtmal nochmal hintereinander unterschiedliche Tastenkombinationen. Dann kriegst du erst die Zündung an, damit das ein Laie ja nicht mehr hinkriegt. So, und jetzt gehen wir rein in die Individualisierung, und zwar in die Codierung. Hier erklärt dir nochmal die Vorteile. Du kannst Logos codieren, du kannst Start-Stopp wegcodieren und so weiter. So, überprüfe Codiermöglichkeiten. Jetzt lässt er wahrscheinlich, denke ich, einmal alle Steuergeräte aus, weil er natürlich wissen muss, was so im Auto verbaut ist, damit wir nachher die Info kriegen, was wir codieren können. Also, wir gehen jetzt hier mal rein. Wir haben hier die ganzen Steuergeräte. Da steht glücklicherweise immer drunter, was ist, weil unter dem Steuergerät DME kann ich was verstehen, weil ich weiß, das ist die Motor, ist das Motorsteuergerät, aber zum Beispiel FZD wüsste ich jetzt nicht. Wir gehen also rein in die DME, lesen die DME aus. Jetzt wird quasi das Motorsteuergerät ausgelesen. Aktuelles Backup hier sieht man erfolgreich erstellt. Geht super schnell. So, und jetzt seht ihr Start-Stop-Memories aus. Und das schalten wir auf an, damit wir quasi, hier steht das auch, Einstellung für Start-Stopp-Automatik wird gespeichert. Ja, das heißt, man kodiert sozusagen die Start-Stopp gar nicht aus, sondern das Auto merkt sich einfach den letzten Zustand. Das heißt, ihr macht es einmal aus und dann bleibt es für immer aus. So, jetzt kodieren, Motor ist aus, jetzt kodieren, trotzdem kodieren. Er sagt, wir haben zu wenig Spannung, weil wir kein Batterieladegerät angeschlossen haben. Da solltet ihr natürlich dann, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass eure Batterie gut und neu ist, ein Batterieladegerät anschließen. Brauchen wir nicht. Ich weiß, ist alles gut. Hier stimmen wir natürlich auch zu. Jetzt kodieren und jetzt wird das Ganze geschrieben. Ja, das heißt, jetzt kodiert er eben das Auto. Wie genau das intern funktioniert im Fahrzeug? Keine Ahnung. Ich sage euch eine Sache. Ihr könnt mit Kali einfach euer Fahrzeug auslesen, Fehler löschen und es ist einfach so schön, weil ihr es immer dabei haben könnt. Ja, ihr könnt es einfach euch ins Auto legen. Wenn irgendwas ist, könnt ihr gerade gucken, was ist. Es ist einfach eine ganz einfache Lösung, um selber an seinem Auto ein bisschen was zu machen. Und gerade mit der Möglichkeit der Codierung ist es natürlich nochmal 10-mal geiler, weil ihr einfach dazu noch die Möglichkeit habt, das Ganze zu individualisieren. Also zu sagen, hier Start-Stopp oder ihr macht den Sitzkontakt weg oder was auch immer. Die Aktion, dass ihr ein paar Prozente kriegt, läuft noch ein paar Tage. Das heißt, wenn ihr da mal Bock haben wollt, euch das mal anzugucken, dann schlagt da mal gerne zu. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, seit, keine Ahnung, seit fast 8 Jahren, also knapp nach meinem 18. Geburtstag, wo ich ein Auto hatte, habe ich es mir auf jeden Fall geholt. Das weiß ich, weil ich damals bei meinem E61 Touring kontrollieren musste, wie hoch die Wassertemperatur ist, weil ich die Vermutung hatte, das Thermostat ist kaputt. So, Codierung war erfolgreich, bitte Zündung ab und wir anschalten, um neue Einstellungen anzuwenden. Bitte Fahrzeug nicht updaten, auch wenn im iDrive Update-Meldung angezeigt wurde. Was noch geil ist und eine Funktion, unter dem letzten Video, wo ich euch Kali vorgestellt habe, gab es dazu einige Kommentare und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das so interessant ist, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es sehr interessant. Ihr könnt mit Kali einen Fahrzeuggebrauchtwagen-Check machen. Das heißt, ihr könnt Kali anstecken, wenn ihr ein Auto kauft und sagen, hier, überprüf mal den Kilometerstand, weil Kali guckt dann in den ganzen Steuergeräten nach, ob der Kilometerstand mit dem in dem Tacho übereinstimmt, weil jedes Steuergerät schreibt Kilometer auf. Der sagt, Licht ging an bei Kilometer so und so, Licht ging aus bei Kilometer so und so. Und wenn ihr dann natürlich in den beiden Xenon-Brennern 400.000 Kilometer stehen habt, im Tacho aber nur 150.000, dann solltet ihr euch Gedanken machen. Und das Coole war, dass halt in den Kommentaren davon die Rede war, dass mehrere Leute schon davor bewahrt waren, ein Auto mit einem gefakten Kilometerstand zu kaufen. Und das ist natürlich eine Mega-Sache, wenn du dir ein Auto kaufst, weil einfacher kannst du kein Geld sparen. Einfacher kannst du kein Geld sparen und dich vor Betrug schützen. So, jetzt habe ich endlich dieses Scheiß-Start-Stopp-Schmutz hier wieder weg. Das bleibt jetzt auch erstmal wieder so. Und wir werden jetzt auf die Autobahn fahren. So, das Fahrzeug ist warm.
und betriebsbereit und wir sind perfekt vorbereitet für unseren 100-200-Versuch. Ich habe noch nie echt einen Gedanken daran verloren, eigentlich mit diesem Auto einen 100-200-Versuch zu machen. Aber es wurde sich gewünscht. Und weil es sich gewünscht wurde, machen wir es natürlich auch. Hä? Ist ja klar. Wir sind ja hierbei. Wünscht dir was. Und jetzt schalte ich gleich hier in den S-Modus, in dem ich glaube ich noch nie gefahren bin, weil ich immer in D fahre. Dann schalte ich hier noch in Sport. Boah. Junge, jetzt wird's aber wild im Tacho gerade hier. Also, wir haben einen ungefähr Vierteltank und mein Handy mit der Draggy-Box verbunden liegt bereit. Boah, der hat so einen geilen Druck jetzt, das muss man halt echt sagen. So gerade so untenrum, so dieses Drehmoment ist schon richtig, richtig gut. Wir sind jetzt unter 200 und gehen erstmal rein ins Gas. 100. Komm, nicht schlecht. 140, 150, 160, 170. 180, 190, 200, allerdings Verkehr. Ja, schade, Schokolade. So, komm, wir probieren es nochmal. Hä, da vorne ist halt jetzt wieder Verkehr, ne? Und mit jedem anderen Auto wäre ich schon locker bei 200, aber mit dem hier halt nicht. Jetzt habe ich wieder 190, ne, 180. Jetzt ist halt Verkehr wieder. Nein, und der fährt jetzt weg, das kann es doch nicht sein. Scheiße. Ja, komm, ich fahre noch mal ein bisschen vor. Also es ist wirklich schnell, für ein Kombi ist es wirklich schnell. So, ich bremse jetzt hier mal runter. Hinter den Anhänger da vorne. Es ist natürlich, wie mache ich denn das jetzt? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich hoffe, ich kann euch eine 100-200 Zeit liefern, aber ich denke mal schon. So, wir sind jetzt bei irgendwas hier. Und jetzt gehen wir rein ins Gas. Ich habe den noch nie so oft so gedreht, so getreten. Das finde ich ja gar nicht nett. Ah, komm, jetzt schaffen wir es. Aber jetzt bin ich guter Dinge. Bitte nicht rüberfahren. Nicht rüberfahren. So, was haben wir? 190. Was haben wir hier? Und wir haben 200. Und ich war mit meiner Schätzung gar nicht so schlecht. 14,7 Sekunden. Ich werde es euch einblenden. 14,7 Sekunden im Sportmodus. Wir haben S drin gehabt. Unser Tank ist relativ leer, die Bedingungen draußen sind okay, wir haben 23 Grad und wir haben 14,7 Sekunden 100-200 gebaut. Es ist, eigentlich finde ich okay. Also ich bin jetzt gerade damit nicht unhappy, sage ich mal so. Wir hatten jetzt einen Versuch, das Problem ist, das habt ihr jetzt im Video vielleicht nicht gesehen, weil das langweilig gewesen wäre. Ich habe über 10 Versuche gebraucht, bis ich mal einen hingekriegt habe, weil immer jemand reingezogen ist, weil immer jemand irgendwo war. Und deswegen werden wir es bei diesem einen Versuch belassen, weil dieser arme Motor hier, 156.000 Kilometer, musste jetzt gerade schon 10 Mal am Stück Kickdown und dreh. Ne, 14,7 bin ich eigentlich happy mit. Ich habe gesagt, schafft das unter 15? Weiß ich nicht. Hat er knapp geschafft. Unter 15 Sekunden. 100-200. In einem 530D Touring. So, ich stehe jetzt hier gerade am Straßenrand. Ich werde jetzt das Auto mal vorbereiten für den 0-100-Versuch. Wir schalten ESP natürlich komplett off. Hinter mir ist gerade einer, aber wir können jetzt eigentlich mal reinschalten. Komm! Boah, der zieht aber gut an, ey. Krass. Nicht schlecht angezogen. Jetzt schätzt mal, schreibt mal jetzt drunter. Das Auto hat, je nach Temperatur würde ich sagen, knappe 330, 340 PS. Pushstand waren, glaube ich, 344, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls irgendwie so um den Dreh, 330, 340. Schätzt mal, was er jetzt so ein schwerer Kombi 0-100 gebraucht hat. Also damit habe ich, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich glaube, da machen wir nochmal einen. Wheelspin hatten wir übrigens keinen. Ich werde jetzt mal kurz den Wandler vorpumpen ein bisschen. Das arme Auto, das tut mir so leid, ja. Boah, Alter, der geht richtig stramm, der Bruder. Dieselpower, wa? Handy habe ich zwischen den Beinen liegen. Deswegen sehe ich das Ergebnis wieder. Und damit bin ich auch zufrieden. Sag ich euch, wie es ist. Wir haben gebraucht 5,6 Sekunden. Wichtig, das ist kein X-Drive-Auto. Das heißt, am Anfang werden wahrscheinlich die Räder schon kurz durchdrehen, auch wenn du es jetzt nicht so krass merkst. Aber unter 6 Sekunden für ein Diesel-Touring-Alter, geil. Was aber jetzt viel besser ist als vorher, ist dieser Durchzug. Und zwar, wenn du so bei, ich sag mal, 1.500 Touren halt mal so ein bisschen reingehst, dann hast du halt viel mehr
Druck. Also viel, viel mehr Druck als vorher. Das ist der Bereich, wo ich es wirklich merke, weil wann dreht man den Diesel aus? Also so wie jetzt gerade eben. Ich fahre nie auf die Autobahn, auf Kickdown, und ich fahre immer schön aus dem Drehmoment raus, schön wenig Drehzahl, dann bei 2,5 Schalten. Reicht völlig. Warum dieses Ausdrehen, dieses Unnötige? Totaler Quatsch. Wir haben Zeiten gemessen. Wir gehen jetzt mal darauf ein, was hat das Ganze eigentlich gebracht? In welchen Abschnitten? Also Thema Getriebe, Thema Motortuning, vielleicht auch das Strahlen, ach, schwierig das zu sagen, aber Thema Getriebe. Das Getriebe schaltet nach der Spülung, und wir haben keine Getriebesoftware gemacht, das ist ganz wichtig, ne? Es schaltet nach der Spülung viel früher hoch und vor allem viel sanfter, weil ich hatte vorher das Problem, deswegen kam ich ja erst auf diese Spülung, dass das so quasi bei, ich sag mal, 1700 Umdrehungen hängen geblieben ist kurz, dann nicht sofort geschaltet hat, sondern dann gab es so einen kleinen Ruck und dann hat es geschaltet. Und das hat er immer mehr gemacht und das war schon teilweise ein bisschen nervig dann. Das ist komplett weg. Das Getriebe schaltet, komm, wir fahren jetzt bei 1200 Umdrehungen. Wenn ich jetzt weiter hochfahre, gut, jetzt geht es berghoch, jetzt wird er ein bisschen später schalten. Aber jetzt zum Beispiel wird er wahrscheinlich bei 1500 hier berghoch schalten. Genau, 1500 hat er jetzt geschaltet, jetzt sind wir wieder bei 1100 Umdrehungen und so soll es halt sein. Vorher hat er immer so unnötig die Gänge fast bis 2200 hochgezogen, das war wirklich nervig. Da eine Sache muss ich sagen, warum BMW schreibt ihr nicht in euren Serviceplan rein, Getriebespülung machen? Warum nicht? Verstehe ich nicht. Warum sagt man da jetzt eine Lifetime-Getriebefüllung, wenn es keine ist? Weil das Auto hat jetzt 156.000 Kilometer runter, was für ein Auto, was jetzt viel Autobahn gefahren wird, gar nicht so viel ist, weil ich fahre teilweise 60.000, 65.000 Kilometer im Jahr. Das heißt, in 3 Jahren habe ich es locker gefahren, die Kilometerleistung. Ja? Und dann ist so ein Auto 3 Jahre alt und dann schaltet das Getriebe schon scheiße. Also das ist doch traurig, oder nicht? Ich finde das traurig. Thema Chiptuning, Softwareoptimierung, wie man es auch immer nennen will. Was ich am extremsten gemerkt habe, weil ich bin nicht derjenige, der hier mit rast oder Vollgas über die Autobahn fährt oder immer beschleunigt. Wenn du normal fährst, wie du vorher auch gefahren bist, ganz wichtig, dann verbraucht das Auto 1 Liter weniger Diesel auf 100 Kilometer. 1 Liter weniger Diesel auf 100 Kilometern. Das wird jetzt auch nicht nur mit dem Softwarestand, sondern auch mit dem Strahlen der Einlasskanäle zu tun haben, dass er weniger verbraucht. Aber da stelle ich mir die Frage, wir reden, in den Medien ist alles voll, Umwelt, Diesel, Katastrophe, alles scheiße eigentlich so mäßig. Und da muss erst irgendein Software-Jockel in Anführungsstrichen kommen, der hier mehr Leistung rausholt und weniger Verbrauch. Hä? Wie? Keine Ahnung. Natürlich weiterer positiver Nebeneffekt unserer Programmiermaßnahmen. Ich habe seitdem, und das ist mit Abstand der längste Zeitraum, wo das so war, noch keine Motorkontrollleuchte, keine Servicelampe für AdBlue, keine irgendwelche Fehlermeldungen bekommen. Das heißt, das Auto läuft jetzt schon die längsten Kilometer seiner Laufzeit, muss man wirklich sagen, ohne Probleme. Und das ist auch so ein bisschen meine Erkenntnis, was so traurig ist. Wieso bauen wir denn ein AdBlue-System ein, was nicht funktioniert? Weil das Auto hat ständig AdBlue-Fehler gehabt. Und das war nicht nur meiner. Guckt euch mal die Kommentare unter dem Video an. Natürlich gibt es da immer Ausnahmefälle. Es gibt immer Leute, da funktioniert das auch. Aber der Großteil hat nur Probleme mit diesem AdBlue-System. Ja? Warum bauen wir da so eine Abgasrückführung ein, die den Motor nachweislich kaputt macht? Die macht den Motor nachweislich kaputt. Und wofür das alles? Und das ist, finde ich, so traurig. Da muss erst jemand kommen, der lässt das Auto 1 Liter weniger verbrauchen. Was echt viel ist, wenn man überlegt, das Auto hat vorher so 7,9 bis 8 Liter verbraucht. Und jetzt sind wir halt bei 6,7 bis 7 Liter. Ungefähr, so um den Dreh. Weit über 7 bin ich lange nicht mehr gefahren. Ist geil einerseits, dass es Leute gibt, die das machen und die das können. Aber ich finde es auch ganz traurig auf der anderen Seite, dass das nicht von Werk aus so funktionieren kann. Würde ich es wieder machen, Software, ey, viel früher. Ich hätte nicht so lange warten dürfen. Ich habe ja abgewartet, bis meine Garantie weg ist und so weiter. Hätte ich nicht machen dürfen. Ich hätte es einfach machen sollen, viel früher, weil am Ende ist es so, alles, wofür du Garantie brauchst, funktioniert dann. Weil an dem Motor an sich geht nichts kaputt. An dem Getriebe an sich geht nichts kaputt. Ja? Was kaputt geht, sind die Sachen, die du durch die, wie sage ich das denn jetzt, Softwareoptimierung sowieso reparierst. AdBlue, AGR und Co. Und deswegen würde ich es viel früher machen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich nochmal ein Auto kaufe mit wenig Kilometern, wirklich als ersten Weg zu irgendjemandem fahren. Bei TPS hat es super funktioniert, der mir das Ganze direkt richtig macht. Überleg mal, wenn du
156.000 Kilometer fährst und auf 100 Kilometer einen Liter weniger verbrauchst, dann sind das, das muss ich ja gerade überlegen, durch 100, das müssten dann 1.500 Liter weniger Verbrauch sein. 1.500 Liter umgerechnet bei, keine Ahnung, die Preise sind ja so am Steigen, am Fallen, egal, sagen wir mal 2.500 Euro. Das sind also, wenn du den Wagen, keine Ahnung, 150.000 Kilometer fährst, 2.500 Euro, die du weniger für Diesel bezahlst, weil du eben Software da drauf machst. Plus, nächster Punkt, du hast viel weniger Probleme. Also ich würde es immer wieder machen. Ich ärgere mich, dass ich es nicht viel früher gemacht habe. Ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Ich finde es ganz gut, dass ich ein bisschen gewartet habe mit dem Video, weil so konnte ich ein bisschen besser noch, ich sag mal, ja, eine Erkenntnis dafür kriegen, was ist wirklich besser, was ist schlechter. Es ist nicht schlechter, deswegen, was ist wirklich besser, was hat es wirklich gebracht. Leute, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht zum Zusehen. Ich konnte euch da ein bisschen helfen, wenn ihr vor der Entscheidung steht, Softwareoptimierung, Getriebespülung und so weiter. Und in dem Sinne würde ich sagen, gerne den Kanal abonnieren. Gerne, wie gesagt, Carly abchecken. Super geiles Tool für immer dabei. Für ich schraube mal ein bisschen was selber in meinem Auto. Ich möchte mal alleine für Start-Stopp auskodieren, lohnt es sich schon. Alleine dafür lohnt es sich schon. Oder ihr steht vorm Autokauf und wollt einmal den Kilometerstand checken. Ist einfach eine geile Sache. Bin ich froh über die Kooperation, dass sie noch im Laufen ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.